Versicherung ist keine Quantenmechanik. Was es mit dem Videotitel auf sich hat, erfährst du in den nächsten Minuten und du solltest unbedingt dranbleiben, falls du dich bis zum heutigen Tag noch nicht intensiv mit dem Thema Versicherungen befasst hast und dir nicht zu 100% sicher bist, ob du wirklich die richtigen Versicherungen hast, die in deiner individuellen Situation wichtig sind. Mein Name ist Christoph Hofstetter, ich bin Versicherungsmakler und Vermögensberater und hobbymäßiger Physiker. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du das auch jetzt gleich machen, damit du in Zukunft keine wichtigen Versicherungs- und Finanzthemen mehr verpasst. Jetzt aber zurück zum Anfang. Versicherung ist keine Quantenmechanik. Dazu muss ich jetzt mal wieder ein bisschen ausschweifen und zwar geht es mal um die Evolution. Wir wissen heute, dass wir Menschen vom Affen abstammen und uns über mehrere Millionen Jahre entwickelt haben und vor circa 200.000 bis 300.000 Jahren ist dann der Homo sapiens entstanden, der moderne Mensch. Und heute, 200.000 Jahre später, gibt es uns Menschen, so wie wir uns kennen. Es gibt jetzt allerdings den evolutionären Prozess, der in uns drinnen passiert. Dass wir quasi Erbinformationen in unserer DNA an die nächste Generation etwas verändert weitergeben. Also es sind immer ganz kleine Mutationen, die zu einer Veränderung führen. Und so ist es eben passiert, dass wir uns vom Affen zum Menschen entwickelt haben, über mehrere Millionen Jahre, ganz langsam. Dieser evolutionäre Prozess in uns drinnen passiert ganz langsam. Viele Wissenschaftler definieren Evolution jetzt aber nur als den Prozess, der in uns drinnen passiert. Ist meiner Meinung nach ein bisschen eine Fehlsicht. Nämlich geht es bei der Evolution grundsätzlich darum, Informationen an die nächste Generation weiterzugeben. Und natürlich, das ist über mehrere Millionen Jahre nur in unseren Körpern passiert. Dann irgendwann ist die Sprache dazugekommen, aber die Sprache allein war auch noch nicht so hilfreich, sondern erst vor circa 7.000 bis 10.000 Jahren die Schriftsprache. Also dass wir begonnen haben, Informationen nicht nur mit dem evolutionären Prozess in unserer DNA an die nächste Generation ein bisschen verändert weiterzugeben, sondern wir Menschen haben begonnen, vor circa 10.000 Jahren Informationen in Form von zum Beispiel solchen Büchern an die nächsten Generationen weiterzugeben. Wir haben Informationen gesammelt und nicht nur mit der Evolution in uns drin weitergeben, sondern auch die externe Evolution, dass wir Informationen außerhalb unseren Körpern weitergegeben haben an die nächste Generation. Und das hat extrem viel verändert. Also wenn man sich die Entwicklung anschaut, der Menschheit, vor 12.000 Jahren waren wir noch Jäger und Sammler und heute, 12.000 Jahre später, sind wir eigentlich fast noch die gleichen, was unsere Körper betrifft. Ganz kleine Änderungen hat es natürlich gegeben, auch in diesen 12.000 Jahren. Aber der evolutionäre Prozess in uns drin geht halt extrem langsam. Also was für die große Veränderung in den letzten 12.000 Jahren vom Jäger und Sammler bis zu unserer heutigen Zivilisation gesorgt hat, ist nicht der evolutionäre Prozess in unseren Körpern, sondern das war die Informationsweitergabe außerhalb, die externe Informationsweitergabe in Form von Schrift. Das war der entscheidende Faktor für diesen extremen Entwicklungsprozess. Und speziell in den letzten 300 Jahren ist das Wissen der Menschheit durch die wissenschaftliche Revolution nochmal extrem angestiegen. Und heute ist es für keinen Menschen mehr möglich, das gesamte Wissen der Menschheit in seinem Kopf reinzukriegen. Also es ist unmöglich. Da kannst du noch so intelligent sein, du wirst das gesamte Wissen der Menschheit nicht mehr in deinen Kopf reinkriegen. Es gibt so viele Bücher, viel unnützes Wissen natürlich, aber das nützliche Wissen ist auch so extrem groß, dass man als Mensch, als ein einzelner Mensch, nur mehr in einem ganz kleinen Teilgebiet wirklich viel wissen kann. Aber extrem viel weiß man einfach nicht. Wenn du zu den Personen gehörst, die zum Beispiel die Quantenmechanik verstehen, dann hast du dafür gesorgt, dass wir jetzt solche Geräte haben, wie zum Beispiel ich die Digitalkamera, mit der ich das Ganze aufnehme, dann später mit dem PC, mit dem ich das Ganze in YouTube hochladen werde und du dann auf deinem Smartphone oder auf deinem PC mein Video anschaust, dann bist du einer der wenigen, die die Quantenmechanik verstehen. Und ich glaube nicht, dass die Physiker, die die Quantenmechanik wirklich verstehen, mehr Wissen haben in Sachen Versicherungen als ich. Also jeder hat wirklich so sein eingeschränktes Gebiet, auf dem er sich extrem gut auskennt. Wenn du aber das Thema Versicherungen verstehen willst, dann ist es nicht so kompliziert wie die Quantenmechanik. Also die Quantenmechanik wird keiner von uns oder wenige von uns eben nur verstehen, auch wenn sie sie wirklich verstehen wollen. Aber das Thema Versicherungen kann jeder von uns oder fast jeder von uns wirklich verstehen, wenn man sich extrem viel Zeit nimmt und mehrere Wochen und Monate oder vielleicht sogar Jahre
sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, dann wird man irgendwann auch verstehen, wie man sich selbst richtig versichert und auf welche Leistungen man auch achten muss und was in den Versicherungsbedingungen drinstehen sollte bei einem Vertrag. All das wirst du früher oder später verstehen, wenn du dich echt wirklich lang damit befasst. Es ist nicht so wie die Quantenmechanik, dass es für die meisten von uns einfach unverständlich ist, egal wie lange wir uns damit befassen. Also Versicherungen kann man verstehen. Und genau das machen wir als Versicherungsmakler seit über 40 Jahren in der Versicherungsbranche. Mein Papa hat in den letzten 4 Jahrzehnten, in denen er in der Versicherungsbranche tätig war, sein Wissen immer wieder erweitert, vertieft, adaptiert und weiterentwickelt. Und jetzt auch an mich und meinen Bruder weitergeben. Und wir haben das Wissen auch nochmal ergänzt. Und jetzt sagen wir sogar, das Versicherungswissen ist so viel geworden, dass man als eine Person allein gar nicht mehr alle Bereiche abdecken kann. Und wir haben uns sogar nochmal auf Teilgebiete spezialisiert. Also zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung berate nur ich. Also wenn ein Kunde kommt zu uns und sagt, er will eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann mache ich die ganze Beratung mit ihm, weil es da auf so viele Details drauf ankommt und auf so viele Punkte, auf die man achten muss und in den Bedingungen drinstehen sollten, dass das einfach schon zu heftig wäre, dass man sagt, man deckt alles wirklich gut ab. Das Wissen ist einfach schon zu groß und zu detailliert. Und du kannst es jetzt natürlich so machen, wie ich vorher beschrieben habe, und dich mehrere Wochen oder Monate lang oder sogar Jahre lang mit dem Thema Versicherungen befassen, was vielleicht den meisten von euch nicht so wirklich taugt, weil es ist ein recht trockenes und theoretisches Thema. Es ist ein verdammt wichtiges Thema, das weißt du hoffentlich, aber es ist halt nicht so ein richtig spaßiges Thema und meiner Meinung nach auch verschwendete Zeit, weil es macht absolut keinen Unterschied. Ich habe nämlich schon Kunden beraten, die sich mehrere Wochen wirklich intensiv mit dem Thema Versicherungen auseinandergesetzt haben und sehr viel Zeit da reingesteckt haben. Und ich habe Kunden beraten, die absolut gar keine einzige Minute sich befasst haben mit dem Thema, einfach zu mir kommen sind und gesagt haben, Christoph, bitte berat mich dazu. Ich lerne Sie eine Stunde lang kennen, alles was relevant ist und im Zusammenhang mit Versicherungen steht. Und beide schließen schlussendlich die gleichen Versicherungen ab. Egal, ob du dich monatelang mit dem Thema Versicherungen selbst befasst und dann erst entscheidest und verstehst, welche Versicherungen wichtig sind für dich, oder ob du zu mir kommst und ich dich einfach richtig berate und dir zeige, schau, das sind die wichtigen, die schließen wir so und so ab und die lassen wir weg. Es kommt aufs Gleiche. Es ist, wie gesagt, keine Quantenmechanik. Versicherungen kann fast jeder von uns verstehen. Man muss einfach nur sehr, sehr viel Zeit investieren. Aber genau das ist meine Dienstleistung, dass ich dir diese Zeit erspare und du mit der Zeit einfach viel schönere Dinge anfangen kannst, als dich mit Versicherungen zu befassen. Das verstehst du hoffentlich und suchst dir einen guten Berater, der dir wirklich sagt, welche Versicherungen wichtig sind, worauf du dabei achten musst, der dich vorher kennenlernt. Das ist das Wichtigste, der einfach vorher mal dich und deine Person kennenlernt, damit er dir dann erst sagen kann, was wirklich wichtig ist in deiner Situation. Das ist einfach das Wichtigste. Bitte vertraue nicht den falschen Personen. Da kann beim Thema Versicherungen so viel schief gehen. Also hol dir einen Berater, dem du wirklich vertraust. Falls du keinen hast, kannst du dich natürlich auch sehr gern bei mir melden. Klick einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link, trag dich ein für eine kostenlose Online-Beratung und ich oder einer meiner Mitarbeiter werden sich bei dir melden und wir werden eben das Thema Versicherungen für dich optimal aufstellen. Falls du in Zukunft keine von meinen Videos mehr verpassen willst, jetzt gleich auf den Abonnier-Button klicken. Ich würde mich natürlich sehr freuen über einen Like und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.